Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 21 bei der Managerkarriere mit dem BVB, wo wir heute mal wieder ganz frech, wie wir sind, auf die Pressekonferenz verzichten. Wir müssen ran in der Champions League gegen Manchester City. Es ist das Hinspiel im Halbfinale und wir müssen auf einer Position mal durchwechseln. Und zwar İlkay Gündoğan. Der braucht mal eine kleine Auszeit. Ich denke mal, wir könnten das so machen und Reyna dann rausnehmen, Bellingham reinsetzen. Das sieht mir nach einer ganz ordentlichen Startaufstellung aus. Wir beginnen. Und ja, ich habe es ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir vielleicht einen kleinen Nachteil haben, weil wir hier zu Hause starten und ein Unentschieden, ja, sich mehr einfach auswirkt für die Gäste aus Manchester. Man darf die Auswärtstorregel auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wenn ich an die Saison oder die Karriere damals mit dem FC Liverpool denke, wo wir im, ich weiß gar nicht, war das im Achtel, nee, entweder Viertel oder Halbfinale, wenn ich da bedenke, dass wir zweimal unentschieden gespielt haben und nur durch das höhere Unentschieden auswärts weitergekommen sind, dann weiß man auf jeden Fall, dass diese Auswärtstorregel eine Menge wert sein kann und auch eine Menge wert sein wird. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es heute ablaufen wird. Wir müssen verhindern, dass Manchester City die Tore schießt. Wir müssen auf jeden Fall Tore erzielen. Ziel ist also zu null gewinnen. Mehr auch nicht. Wird schwer genug hier überhaupt die Mannen um De Bruyne, um Sterling und so in Schach zu halten. Und da geht sofort Thomas Meunier auf der rechten Außenbahn durch. Mondi verhindert Schlimmeres. Es gibt den ersten Eckball des Spiels. Sancho bringt ihn rein und Ederson. Gute Aktion davor, Mats Hummels. Und De Bruyne mit einer Defensivaktion. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Hat er aber richtig, richtig stark gemacht. Und jetzt geht Sterling. Aber nicht an Thomas Meunier vorbei. Der haut das Ding einfach mal nach vorne. Erstmal, ja, ein bisschen für Befreiung sorgen. Und eventuell hier auf so einen Fehler beim Einwurf hoffen. Der ist jetzt nicht passiert, aber die Möglichkeit wäre da gewesen. Und jetzt Cancelo, Goretzka. Joao Cancelo, wieder Leon Goretzka. Mit einem Ball für Aguero. Den hat Bürki aber geahnt. Faustet den raus. Und De Bruyne. Erster Abschluss für Man City. Vorher gab es noch einen Foul, beziehungsweise ein strafbares Vergehen, wie auch immer, an Sergio Aguero. Wurde allerdings nicht gepfiffen und der Vorteil wurde auch aufgehoben nach dem Abschluss von De Bruyne. Jetzt Sancho. Stark gemacht, Haaland auf Bellingham. Und Jude Bellingham mit dem 1:0. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ging der sogar durch die Beine von Ederson. Wie abgezockt dieser Junge ist. Geht in die Startformation für Leon Goretzka. Quatsch. Jetzt habe ich gerade Goretzka im Bild gesehen. Für İlkay Gündoğan natürlich. Entschuldigung. Und erzielt Champions League Tor Nummer 1 für den BVB in dieser Saison. Nachdem er ja schon gegen
gegen Gladbach getroffen hat. Ja doch. Im DFB-Pokal. Und das letzte Mal als... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gut, nicht gut. Aguero 1-1. Da haben wir es ihnen ein bisschen zu leicht gemacht. Und da schallen die Sergio, Sergio Rufe durch die Gästetribünen. Ja, aber auch sehr gemein gemacht, dass De Bruyne genau vor Bürki steht beim Abschluss von Sergio Aguero. Wobei, steht man da nicht auch im Abseits mittlerweile? Ist das nicht auch Abseits, wenn man aktiv die Sicht des Torhüters behindert? In FIFA scheinbar noch nicht. Gut. Da müssen wir jetzt irgendwie vorankommen. Und das ist jetzt eben so ein Ergebnis, das überhaupt nicht gut für uns ist. Wenn das hier über 90 Minuten so bleiben sollte. Gut gemacht von Reus und der Kapitän geht voran. 2-1. Lässt da gar keinem eine Chance. Hat aber auch viel zu viel Platz. Aber was für ein Hammer von Marco Reus. Und das ist Tor Nummer 4 in der Champions League. De Bruyne. Rodri. Oh nein. Oh nein, da kommt Goretzka sogar noch dran, bevor der Ball im Aus landet. Leon Goretzka. Legt ihn nochmal zurück für Cancelo. Emre Can setzt gut nach. Goretzka. Cancelo mit der Flanke. De Bruyne. Versucht den den Seitfallzieher. Glücklicherweise trifft er den nicht richtig. Aber ich glaube, aus dem Winkel wäre das eh ziemlich knapp geworden. Beziehungsweise schwierig geworden, den da irgendwie gefährlich auf den Kasten zu bringen. Und hier gibt es einen Wurf für den BVB. Vielen Dank. Und jetzt haben wir Jadon Sancho so gut wie alleine durch die Flanke. Kommt am Ende noch zu Haaland und Ederson. Lenkt den ab. Ja, wir haben auf jeden Fall ein richtig tolles Spiel hier. Das kann man schon mal so sagen. Das ist Hummels. Das ist nochmal Hummels. Aber Cancelo erstmal auf der Linie und dann die zweite Möglichkeit, beziehungsweise die zweite Aktion von Hummels. Nicht mehr allzu gefährlich. Und da rennen sich gerade da rennen sich Haaland und Reus über den Haufen. Oben am Strafraum. So kreiert man natürlich keine Chancen. Hummels gegen Mahrez. Ball nicht im Aus und Son. Heung-min Son, der war ja zum Beispiel auch dabei, als das kuriose Halbfinalspiel war zwischen Tottenham und Manchester City, als es irgendwie nach 11 Minuten schon 3-3 stand oder was das auch immer war. Komplett irres Spiel. Das war die Saison, als Liverpool die Champions League gewonnen hatte, meine ich. Ja doch, müsste. Das Tottenham nachher nämlich weitergekommen gegen City und parallel lief ja hier auch das komplett verrückte oder die komplett verrückte Aufholjagd von Liverpool gegen den FC Barcelona. Und da haben wir die nächste Möglichkeit. Jude Bellingham. Ball ist noch nicht verloren. Und Rodri, ja,
Der rempelt da so ein bisschen gegen Haaland, aber alles noch im Rahmen. Aber Bellingham, der macht richtig Spaß. Sterling. Raheem Sterling setzt sich da gut durch und versucht's alleine. Roman Bürki. Mit der nächsten Parade. Und ich muss dringend aufhören, den Ball da flach hinten rauszuspielen. Vielleicht einfach mal wirklich bolzen, aber na gut. Jetzt baut sich auf jeden Fall noch was auf hier. Reus kommt nicht an Ederson vorbei. Und dann gibt es den Halbzeitpfiff. 2:1 die Pausenführung. Gewinnen, habe ich ja gesagt, gewinnen ist wichtig. Gewinnen ohne Gegentor ist jetzt leider nicht mehr drin. Aber wir müssen einfach darauf achten, jetzt dieses eine Gegentor auch wirklich nicht mehr werden zu lassen. Und es geht weiter. Aguero auf Rodri. Und es gab eine Auswechslung. Mahrez ist runter und Ferran Torres im Spiel, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ich nehme zumindest an, dass es Ferran Torres ist. Vielleicht haben sie auch noch einen anderen gekauft. Aber es würde mich sehr, sehr wundern irgendwie. So, Emre Can. Gutes Timing bei dem Ball. Für Erling Haaland und der mit dem Traumtor. Achtundvierzigste Spielminute und wir führen 3:1 gegen Manchester City im Halbfinale, möchte ich noch dazu sagen. Im Halbfinale der Champions League. 9. Tor für ihn in diesem Wettbewerb und was für eins. Laporte. Goretzka. Ja, wir sehen es auch. Nächstes Spiel ist gegen den 1. FC Nürnberg. Das sind natürlich... Es ist eigentlich komplett irre. Zwischen... zwischen Union Berlin und Nürnberg steht halt einfach auf dem Plan Manchester City. Und Aguero mit dem nächsten Versuch gegen Bürki. Schweiz gegen Argentinien und die Schweiz hat immer noch die Nase vorn. Aber es wird knapper. Jetzt geht Mondi runter und Angelinho kommt. Den kennen wir ja noch von RB Leipzig aus der Bundesliga. Ist jetzt also hier zurückgekehrt zum Verein, wo er eigentlich angestellt ist. Und das war eine gute Aktion von Salisu und Hummels. Ein gutes Zusammenspiel. Und jetzt haben wir Haaland und Marco Reus. Und Marco Reus versucht es gegen Ederson. Scheitert. Es bleibt beim 3:1. Wir bekommen aber noch die Ecke. Und der nächste Wechsel für City. Laporte raus, Ruben Dias rein. Und Emre Can. Da fehlte nicht so viel. Das weiß er auch selbst. Hat ja höchstwahrscheinlich schon die beste Sicht hier von allen. Auf seine eigene Chance. Wäre auch merkwürdig, wenn nicht. Aguero.
Aber wird zu Fall gebracht von Mats Hummels. Kurz vor der Mittellinie. Aguero. Ich möchte mal ganz kurz sagen, was für eine merkwürdige Situation das so insgesamt ist. Wir haben einfach... Oh Gott. Wir gehen in dieses Spiel mit einer 2:3 Niederlage gegen Gladbach und einem 1:1 gegen den Tabellen 17. Union Berlin und führen tatsächlich gerade mit 3:1 gegen City. Aguero. Guter Einsatz von Hummels. Rodri. Wir sollten uns auch mal langsam um Wechsel kümmern, glaube ich. Aguero. Ja, wieder Salisu. Und dann ist es De Bruyne, 2:3. Weil wir den Ball nicht ordentlich rauskriegen. Und Kevin De Bruyne geht erstmal mit Pep Guardiola feiern. Ja, da sieht man's. Da kann man sich nicht wirklich entscheiden, wer den Ball nehmen soll. Und dann läuft Salisu genau in Sterling rein, der ihm den Ball abnimmt. De Bruyne hat einfach nur gelauert, zieht ab. Und der Belgier trifft zum 2:3 aus der Sicht der Gäste. Sein allererstes Tor in der Champions League. Was war denn los bei dem? So, und jetzt ist die Ausgangslage schon sehr, sehr kritisch. Der Sieg für uns ist auf jeden Fall drin. Aber zwei Gegentore sind schon heftig. Und vor allem, wenn Goretzka diese Chance jetzt nutzt, was er zum Glück nicht tut, aber ein 3:3 wäre für uns schon quasi der Genickbruch. Weil dann wirklich die Pflicht ist zu gewinnen im Rückspiel. Ferran Torres gegen alle, Goretzka gegen Salisu und dann geht's wieder in die andere Richtung mit dem Ballverlust dann hier. Fernandinho. Goretzka. Nochmal Leon Goretzka. Angelinho. Raheem Sterling. Oh, stark gemacht, gibt den Einwurf. Und ich bin unsicher, ich weiß nicht, wen ich wechseln soll, wenn ich überhaupt wechseln soll. Und was? Gut, wir machen Standardwechsel, aber was war das denn gerade? 3:3 durch Joao Cancelo. Wie kommt der denn da durch? Ja, dann steht auch Birki viel zu weit vom Kasten. Und dann steht es eben 3:3 mit dem ersten Saisontor, oder ersten Champions League-Treffer der Saison für Cancelo. Und wie ich gesagt habe, das 3:3 ist ein Genickbruch für uns. Ein gefühlter Genickbruch. Goretzka. Wobei, ich weiß gar nicht, was fühlt man nach einem Genickbruch noch? Naja, lassen wir das. Ferran Torres jetzt. Gut geblockt von Salisu, wenn auch gefährlich. Aber der Nicht-Pfiff vom Schiri gibt ihm recht. Ballverlust, unnötiger Ballverlust. Ferran Torres, kein Abseits von ihm. Und da hinten ist Angelinho, der versucht den Lupfer. Scheitert aber mal komplett und wir werden nochmal auswechseln. Heung-min Son runter und Kubo darf drauf.
Noch 3 Minuten zu spielen. Ich bin gerade so ein bisschen ideenlos. Man merkt es vielleicht. Oh, gut gemacht von Salisu. Doppelpass. Sancho und Haaland und Sancho. 90. Minute. 4:3. Und das ist das, was ich vorhin noch ansprechen wollte. Wenn Jude Bellingham das 1:0 erzielt, trifft auch Jadon Sancho noch in der Partie. Das ist jetzt 2-mal der Fall gewesen. Und sehr, sehr wichtig, dass es ausgerechnet hier in der 90. Minute nochmal passiert. Zweites Champions League-Tor für Jadon Sancho. Und jetzt darf auch Bellingham in die Pause. Gündogan kommt nochmal dafür gegen seinen Ex-Verein hier. Nochmal ein paar Minuten sammeln. Nachspielzeit läuft bereits. Und wird nur noch 1 Minute laufen. De Bruyne. Rodri. Aguero. Komm nicht vorbei an Mats Hummels. Ruben Dias. Und da wird abgepfiffen mit fast 2 Minuten über der Zeit. Ja, ich wollte es eigentlich verhindern, überhaupt ein Gegentor zu kassieren. Es wurden 3. Aber wir haben es immerhin noch geschafft, ganz zum Schluss noch den Deckel drauf zu machen. 4:3 zu gewinnen. Und das bedeutet, es besteht einfach die Chance. Mit 35% Ballbesitz mal wieder. Es besteht die Chance für uns, ins Finale der UEFA Champions League einzuziehen. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Interview und schauen danach mal, was Inter Mailand gegen Atletico Madrid gemacht hat. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Glückwunsch zu diesem Sieg. Was ist das Geheimnis hinter diesem Sieg? Wir gewinnen, weil wir gut spielen und weil wir den Sieg einfach mehr wollen. Willensstärke und Mentalität. Dieses Finale dürfen wir einfach nicht verpassen. Sie haben einen knappen Sieg eingefahren, am Ende nur mit 1 Tor Vorsprung. Was war letztlich ausschlaggebend? Habe ich doch gerade beantwortet. Strategie und Erfahrung, das ist unser Erfolgsrezept. Und da wir im Finale stehen, scheint dieses Rezept ja auch aufzugehen. Gut, sind wir noch nicht ganz, aber okay. Es war bis zum Schluss für eng. Sie konnten in den letzten 5 Minuten den Siegtreffer machen. Das war Glück, oder? 3-mal die gleiche Frage, nur anders gestellt. Was zur Hölle? Das ist nur Ihre Meinung. Ich habe heute ein starkes Team gesehen, das sich das Glück mit jeder Menge Elan verdient hat. Nächstes Mal machen wir hoffentlich früher den Sack zu und sind nicht unbedingt auf Glück angewiesen. Aber wirklich, das war doch jetzt einfach 3-mal die gleiche Frage, nur ein bisschen anders formuliert. Aber der Sinn hinter der Frage war immer der gleiche. Naja, gut. Nach der Champions League ist vor der Bundesliga, wie man so schön sagt. Nächste Partie gegen den 1. FC Nürnberg, Tabellen 16. Und danach geht's wieder in die Champions League gegen Manchester City. Und wir sehen in der Tabelle, es ist unfassbar knapp da oben. Also natürlich, wir gucken mal rein. Natürlich erstmal Dortmund und Bayern super knapp. Beide punktgleich. Allerdings haben wir 16 Tore mehr, was die Differenz betrifft. Deswegen sind wir da vorne. Und ich denke mal, das wird uns auch keiner mehr so wirklich nehmen. Dann haben wir 3 Mannschaften mit jeweils 58 Punkten. Der Kampf um Platz 3 ist also, ja, einfach richtig, richtig eng. Man sieht es auch, Gladbach und Frankfurt haben sogar exakt gleich viele Tore geschossen. Frankfurt ist jetzt nur auf der 4, weil sie 2 Gegentore mehr kassiert haben. Das ist halt was zur Hölle.
Ja, dann ist Hoffenheim so ein bisschen alleine mit 55 Punkten und Leipzig, naja, gut, da geht es halt immer noch darum, ob Platz 7 auch nochmal ein internationaler Platz wird. Ich weiß gar nicht, wenn wir... Nee, die 7 wird auf jeden Fall international werden, oder? Wenn ich mir das so anschaue. Wenn Gladbach und Frankfurt beide da oben stehen bleiben, die haben das DFB-Pokalfinale. Platz 7 müsste normalerweise auch international werden. Und, oh Gott, wir haben die Möglichkeit, ich sehe gerade rechts die Begegnung, wir haben die Möglichkeit, wieder den Vorsprung gegen die Bayern rauszuspielen. Denn Bayern ist zu Gast in Gladbach. Und wenn Gladbach genau das Spiel abruft, was sie gegen uns im DFB-Pokal abgerufen haben, dann sehe ich da auch so ein bisschen schwarz für die Bayern. Nichtsdestotrotz müssen wir unser Spiel gegen Nürnberg gewinnen und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Jetzt gucken wir nochmal ganz, ganz kurz, was Jeremy Toljan sagt. Es wäre nett, wenn Sie sich mit mir und meinem Agenten treffen könnten und über meinen Vertrag diskutieren könnten. Machen wir... Boah, das ist ja richtig frustriert. Holy shit. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass ich eigentlich nicht mit dem verhandeln will, ne? Aber... Ja, komm, wenn der wirklich so am Boden ist. Wo ist denn der? Warte mal, Toljan müsste doch... Da. Ach ja, ich kann nicht mit ihm verhandeln. Das war das. Jo. Stimmt. Der wechselt ja auch. Junge, was soll das? Verwirre mich doch nicht. Und wir haben ein komplett fittes Team. Was zur Hölle? Wie haben die das denn gemacht? Ja. Mir scheint, Borussia Dortmund hat da so ein kleines Erfolgsrezept, was das Behandeln der Spieler angeht. Ich werde dies aber nicht veröffentlichen, denn ich habe selber keine Ahnung, was das ist. So, jetzt bedanke ich mich aber da wirklich, nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und ciao.